liebe Jensi-Fans, wir sind jetzt hier in der Ostsee angekommen und probieren mal ein neues Tackle aus. Was wir dabei haben, ist einmal die neue Lars Hansen Sea Trout, extra Meerforellenroute. Hat Jensi ganz neu im Programm. Sieht gut aus. Seitlich versetzte Hakenöse wäre jetzt ein Punkt, den man ansprechen könnte. Dazu der sehr lange Griff, um einen guten Hebel zu haben. So ein bisschen Accessoires dran. Ja, sieht also gut aus, ist ein Gegengewicht. Hier ein kleiner Metallring im Griff. Rutenhalter ist nach oben verschraubbar. Und die Rute ist 3,15 lang mit einem Wurfgewicht von 20 bis 45 Gramm. Also decken wir den Spinnbereich für die Ostsee komplett ab. So, was wir natürlich machen, wie angeln wir darauf? Das ist jetzt die Frage und da will ich euch gern was zu sagen. Chlorcarbon 25, trägt knappe 5 Kilo, reicht eigentlich völlig aus. So, also um die beiden Schnüre jetzt optimal miteinander zu verbinden, mache ich mir jetzt keinen Schnickschnack. Die geflochten und das Mono nebeneinander legen, parallel. Ja, also ganz einfach. Und dann flechte ich eine Schlaufe, noch eine. Das Ding nennt sich dann Chirurgenknoten. Den ziehe ich dann einfach fest in alle Richtungen. Und dann sollte der auch halten. Fest. So. Den Rest schneiden wir ab, wenn wir ihn finden. Wo ist der Rest? So. Gibt also am Ende einen relativ kleinen Knoten, der hoffentlich auch dann gut durch die Ringe flitscht. So. Das ist er. Ja, also größer ist er nicht und der kommt auch gut durch die Ringe. So, ich wickel mir dann, nachdem wir den Knoten gemacht haben, etwa die zweieinhalbfache Rutenlänge auf die Spule der Rolle, sodass ich dann auch wenig Abrieb im Wasser habe, falls mal Steine kommen oder sowas, damit wir da auf der sicheren Seite sind und hoffentlich mehr Forelle in Dorsch sicher landen. Wir haben es sehr mild. Vielleicht sind die Hornhechte noch in der Nähe, ich vermute aber eher nicht. So, womit angeln wir eigentlich? Ich habe ein paar Spinner dabei, die sich sehr, sehr weit werfen lassen aus dem Jensi-Programm. Das ist diese Phantom F Legend, super geiles Teil. Etwas verändert, zusammengebaut mit einem Einzelhaken. Hier habe ich jetzt den zweiten Sprengring noch nicht dran gemacht. Optimalerweise ist das dann diese Montage hier. Zwei Sprengringe und dann kann der Fisch, sofern er gehakt ist, diesen Köder nicht weghebeln. Ja, es ist also sehr flexibel. Der Köder läuft auch gut oberflächennah. Varianten haben wir natürlich klassische Meerforellen- oder Dorschköder, wie hier diesen Snaps. Ja, auch mit Einzelhaken und Doppelsprengring. Das ist fischschonender und ihr werdet sehen, ihr hakt nicht weniger Fische so. Das ist so. Der Drilling ist wirklich nicht wichtig. Und wer so angelt, hat wenig Hänger. Materialschonend. So, wir haben dazu noch dann klassische Köder wie den Degger Jumper hier. Ja, in einem klassischen Meerforellendesign, schwarz-rot. Auch entsprechend verändert mit dem Einzelhaken. Gewichte zwischen 15 und 25 Gramm. Ja, das sind unsere Köder. Dann wollen wir mal gucken, ob was geht. Damit wir euch ein paar schöne Bilder liefern können von dieser Angelei, ist auch wie immer Schätzchen dabei, die kleine GoPro. Ja, Degger Sea Trout, wir wollen mal sehen. Thank you.
So, liebe Jensi-Fans, die Hansen Sea Trout, wirklich eine super geile Route, ist schön leicht. Der Blank nimmt den Drill super an. Ihr habt es gesehen, sie ist zwar ihrem Namen nicht gerecht geworden, mit der Sea Trout konnten wir leider nicht kämpfen, aber die zwei Dorsche waren schon nicht schlecht und ich denke, die Aufnahmen überzeugen euch. Die Route ist in ihrer Preisklasse, also preis-leistungsmäßig, wirklich tipptopp. Das ist eine Route, die sollte man sich schon mal in den Schrank stecken. Der Rollenhalter ist von unten verschraubbar, hochwertig, fixiert die Rolle perfekt. Wir haben einen seitlich angebrachten Einhänger hier für den Köder. Und wir haben einen wirklich gut langen Griff, der einen optimalen Hebel gewährleistet, um auch weite Würfe machen zu können. Insgesamt, ja, wie gesagt, in den Aufnahmen könnt ihr das ja sehen, eine einwandfreie Route. Und ich denke, die Jungs von Jensi haben mal wieder alles richtig gemacht. Lars Hansen, Sea Trout, Preis-Leistung super, super gute. Kauft sie euch. Ciao.